erste Rekordeuropameister beherrschte nach dem 10-Start gegen Ägypten 3:2 bei der Mannschafts-WM in Halmstadt an der Seite seiner Mitstreiter Dimitri Ovtcharov und Patrick Franziska am Montag sowohl Rumänien als auch Gastgeber Schweden mit 3:0. Punkt. 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 Der Gruppensieg rückt näher, er würde den direkten Sprung ins Viertelfinale bedeuten. Punkt. 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 Im ersten Teil des Doppelspieltages ließ Boll seinem erst 17 Jahre alten Gegner Christian Pletea in 3 Sätzen insgesamt 17 Punkte. Punkt. 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 Die Nummer 2 der Welt wollte den Spaziergang am Vormittag aber keineswegs überbewertet sehen. Rumänien hat vor allem seine jungen Spieler eingesetzt, sagte er. Punkt. 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 Dennoch betonte Boll mit einem Lob für seine ebenfalls souveränen Teamkollegen, man muss das Match dann trotzdem erstmal durchspielen. Das taten die topgesetzten Deutschen mit Konzentration und Klasse und ohne Satzverlust. Punkt. 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 Franziska legte ein schnelles 3:0 gegen Jonas Zöks vor, dann kam Boll. Punkt. 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 Noch deutlicher bezwang Ovtcharov direkt hinter Boll die Nummer 3 der Weltrangliste, zum Abschluss den ebenfalls 17-jährigen Rares Sipos. Punkt. 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 Das Trio holte auch jeweils einen Punkt zum 3:0 gegen Schweden am Abend. Punkt. 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 Am meisten zu kämpfen hatte Franziska, der im ersten Match gegen Christian Karlsson in den Entscheidungssatz musste. Punkt. 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 Boll schlug Matthias Karlsson mit 3x11:8. Ovtcharov bezwang trotz seiner Hüftprobleme den Düsseldorfer Bundesligaspieler Anton Kellberg. Punkt. 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 Ziel der deutschen Mannschaft ist allerdings der Sturz der unschlagbaren Chinesen, Gewinner der letzten 8 WM-Titel. Punkt. 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 Gespielt wird in der Championship-Division in 4 Sechsergruppen. Die Gruppensieger ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Zweit- und Drittplatzierten nehmen den Umweg über die Achtelfinals. Punkt. 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 Diesen wollen die Deutschen sich unbedingt ersparen. Punkt. 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 Weitere Gegner sind Hongkong am Dienstag 16:00 Uhr und Slowenien am Mittwoch 19:00 Uhr. Die deutschen Damen hatten am späten Sonntagabend eine erste Überraschung auf dem Schläger gehabt. Punkt. 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 Doppel-Europameisterin Sabine Winter vergab im entscheidenden Match gegen Südkoreas Abwehrkünstlerin Soo Hyo-won aber bei 2:0 Satzführung einen Matchball und unterlag dann noch 2:3. Punkt. 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 Am Montag gegen den Weltranglisten-Vierten Hongkong stand Winter nicht im Aufgebot, den einzigen Punkt beim 1:3 holte Petrissa Soia gegen die deutlich stärker eingeschätzte Le Ho Ching. Punkt. 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 Die deutschen Damen hatten das Turnier mit einem 3:0 gegen Brasilien eröffnet. Punkt. Punkt.
Punkt, 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 Punkt. Am Dienstag geht es in der Gruppe D gegen Luxemburg 10,00 Uhr und Thailand 19,00 Uhr. Bundestrainerin Jia Shop strebt den Achtelfinaleinzug an, der immer noch realistisch ist. Punkt. Ich bin zuversichtlich, sagte Solja. Punkt, 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 Punkt.